Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind wir das vorletzte Mal für dieses Jahr am Flow Trail Stromberg mit, wir meine ich, Poppy und ich. Ich stehe jetzt schon auf dem Parkplatz und warte auf ihn. Er müsste dann jetzt im Moment eintreffen und dann geht's auch schon los. Wir werden ein paar gemütliche Runden drehen und wir haben noch etwas Besonderes vor. Und zwar meinte er, dass er mir einen Trick, den er schon kann, innerhalb von einem Tag beibringen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich wusste nicht so wirklich, was er mit mir vorhat. Aber als er mir sagte, dass ich heute einen Suicide No Hand lerne, dachte ich wirklich, dass er mich verarschen will. Wer nicht weiß, was es handelt sich hierbei um einen Trick, bei dem man im Sprung das Fahrrad mit den Beinen klemmt und die Hände vom Lenker lässt. Im Ernst? Auch wenn es lustig klingt, aber ich kann auch nicht mal 3 Meter auf dem Hinterrad fahren. Ich war echt gespannt, wie man das an einem Tag lernen soll. Wir rollen jetzt mal da drüber, aber ein bisschen einen Tick schneller. So, ob du dann einfach so ein bisschen springen würdest oder fast überspringen würdest und dann packst du dir das Ganze und einfach nur, ohne jetzt Hände wegzumachen, erstmal, dass du ein Gefühl kriegst, okay, ich habe wirklich das Fahrrad irgendwie so. Wenn du das klemmst, wo merkst du das? Merkst du das, also über den Knien? Ja, also da war alles blau letztens. Also ich springe sie halt so normal und dann die Beine so. Hast du die Beine dabei gestreckt? Schwer zu sagen, gell? Ich glaube schon, ja. Weil ich glaube, dass wenn du so gebeugt bist, ich glaube schon, dass du die so... Ja, also boah, Alter, auf wie viele Sachen man da achten muss, ey. Jo, dann, also ich würde jetzt nach dem Table auch wieder rechts rausfahren. Geschwindigkeitstechnisch können wir mal gucken. Wir versuchen jetzt einfach mal langsam, also ein bisschen schneller drüber zu kommen, dass man ein bisschen Airtime hat, auch wenn man den flattet. Weißt okay. Du, dass man den Bein liegt. Okay. Das ist halt das Problem. Man fährt auf den zu, man konzentriert sich total auf den Trick. Aber in dem Moment, wo du dich da drauf konzentrierst, hast du einfach überhaupt keine Airtime. Guck mal, ein bisschen auf Airtime zu denken. Wie war das jetzt mit dem Klemmen? Hast du sie gemerkt? Ja, schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt so ein Klemmen war, wo ich sage, davon werden meine Beine blau. Ja, also Fakt ist, wie gesagt, ich würde lieber ein bisschen zügiger drüber gehen, das Fahrrad einmal klemmen und Punkt 1, würde ich jetzt erstmal linke Hand mal kurz, einfach mal so kurz weglassen. Und wenn das klappt, dann versuchst du erst mit der Hand, dann mit der Hand. Es war zwar unsauber gesprungen, aber... Das Erste, man hat auf jeden Fall... Von hinten habe ich kurz die Hand mal gesehen. Okay. Okay, ich versuche es nochmal. Boah. Ja, aber der war überhaupt nicht geklemmt. Mann, ey, das ist... Man konzentriert sich einfach so auf dieses Handwegmachen und vergisst dabei dieses Klemmen. Jo, okay. Hoppala. Also ich bin ehrlich, mir kommt die Airtime für eine Hand wegzumachen schon zu wenig vor. Ich habe keine Ahnung, wie man hier beide Hände wegmachen soll. Die nächste Übung klang für mich logisch. Freihändig im Stehen über den Sprung rollen. Und das hat tatsächlich gar nicht mal so gut funktioniert. Wie um Himmels Willen soll ich das in der Luft machen? Im Stehen? Ach du Scheiße. Alter. Boah. Alter. Moment mal, das kann ich. Versuche ich jetzt nochmal. Oh, Vater, ey, wie soll denn das funktionieren? Moment mal, das kann ich. Wie soll ich denn dann No Hand in der Luft machen? Dann würde ich bei der Geschwindigkeit erstmal bleiben. Und wenn du sagst, oh geil, das geht echt mit einer Hand, weil du hast ja Stabilität auf der Hand, dann würde ich einfach so im Sprung Airtime holen. Okay, ich fliege und dann hier so. Oh, ja. Oh Mann, das wird ein langer Tag. Und dann mache ich einfach die Hände weg. Zack. Zack. Ist doch ganz einfach. So. Und das war gar nichts. Mann. Mann, Mann, Mann. Ach, Junge. Junge, Junge, Mann. Das nervt mich, ey. Das sieht einfach so einfach aus,
Mach den bitte nochmal, ich guck mir das mal von hier an. Alter. Oh, Junge, 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 ey. Das ist aber mühsam. Warum klemme ich denn nicht richtig? Mann, das ist doch nicht so schwer, die Beine zusammenzupressen. Ich kann die Hände nicht wegmachen, wenn ich nicht presse. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Also, ich kann euch sagen, ich habe natürlich jetzt nicht alle Versuche aufgenommen. Also, es waren jetzt noch ein paar. Und so einen wirklichen Schritt weiter bin ich jetzt immer noch nicht. Und was sowas angeht, bin ich leider echt ungeduldig. Jetzt heißt es durchhalten und weiter üben. Jetzt habe ich zwar besser geklemmt, habe es dann diesmal auch am Oberschenkel gemerkt, aber mehr auch nicht. So, ganz lustig. Probieren wir mal. Okay, ich versuche jetzt einfach mal davor zu klemmen. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Oh Mann, ey. War das was? Fett. Der jetzt kommt. Jetzt geht's los. Gefühlt der tausendste Versuch. Mama mia, da braucht man aber Durchhaltevermögen, ey. Gut. So langsam kommt es, oder? Ja. Alter, da kam ultra die Milch raus. Junge, aber volles Rohr, Alter. Jetzt versuchen wir mal so, zumindest mal zur Seite. Oh Gott. Es gibt's. Let's go. Okay. Jawohl. Schön. So, alle drei Sprünge. Jawohl. Insgesamt waren wir circa 3,5 Stunden nichts anderes am Machen als diesen einen Sprung. Findet ihr, es war erfolgreich? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Natürlich ist es noch nicht perfekt und ausbaufähig, aber als No-Hand kann man es doch zählen lassen, oder? Eigentlich wollten wir noch ein paar gemütliche Abfahrten machen, aber es wurde dann doch schneller dunkel als gedacht. Wenn da draußen jemand ist, der diesen Trick kann und Tipps für mich hat, würde ich mich sehr über deinen Kommentar freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Biken. Liebe Grüße gehen raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.